Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Beim letzten Mal haben wir hier auf Ferros ein wenig aufgeräumt und den Turianer ja beseitigt oder wie auch immer. Oder naja, zumindest gefunden und ihn entschärft, sagen wir es mal so. Die ganzen Nebenquests hätten wir, glaube ich, abgegeben. Und im Prinzip sind wir jetzt auf Ferros fertig. Wir wollen erstmal wieder zurück auf die Normandy. Und mal schauen, was wir dann als nächstes machen. Es gab ziemlich lange keine Mass Effect Videos mehr. Das liegt daran, dass ich jetzt halt ziemlich viel Need for Speed aufgenommen hatte und kaum noch Speicher hatte für Mass Effect. Deswegen kam jetzt halt ein bisschen länger was nicht. Aber das wird wieder steigern, auf jeden Fall. Und das wird schon wieder. Genau. So, hier sind wir auch schon wieder bei der Normandy. Und dann mal schauen. Ich hatte übrigens auch nochmal geschaut nach diesem, nach dem lokalen Sonnensystem, sag ich mal. Oder nach unserem Sonnensystem. Und ich weiß jetzt, wo es liegt. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt bei mir drin ist, weil... Naja. Commander, Sie wirken so blass. Leiden Sie unter den Nachwirkungen der Dechiffrierung? Sehen wir dann gleich. Die Dechiffrierung hat mich mitgenommen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich besitze große Fachkenntnisse über die Proteaner. Wenn ich jetzt unser beider Bewusstsein verbinden würde, können wir vielleicht einige Bilder deuten. Tun Sie es, aber beeilen Sie sich. Wir haben nicht viel Zeit. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Unglaublich. All die Zeit, all meine Forschung. Ich hätte nie gedacht, dass... Tut mir leid. Diese Bilder waren so real. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Erfahrung so intensiv wäre. Sie haben einen bemerkenswert starken Willen, Commander. Was Sie durchgemacht und gesehen haben, hätte jemanden mit schwächerem Willen vernichtet. Was heißt das? Kommen Sie zum Punkt. Was haben Sie gesehen? Der Sender auf Eden Prime muss stark beschädigt gewesen sein. Es fehlen große Teile der Vision. Die Daten, die dem Commander übertragen wurden, sind unvollständig. Sind Sie sicher, dass darin kein Hinweis enthalten war? Irgendetwas, das wir übersehen haben? Sie wissen schon alles, was ich gesehen habe. Sie hatten recht bezüglich der Reaper. Die Proteaner wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Offensichtlich gibt es einen Zusammenhang zwischen den Reapern, dem Verschwinden der Proteaner und der Röhre. Aber ich habe nichts Bestimmtes gesehen, das uns helfen könnte. Was machen wir jetzt? Im Grunde habe ich ja die in Ihren Visionen enthaltenen Daten lesen können. Zumindest das, was da war. Aber etwas fehlte eben. Saren muss die fehlenden Informationen haben. Vielleicht hat er einen anderen Sender gefunden. Wenn wir die fehlenden Daten der Vision finden könnten, dann... Oh... Tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr... anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Dr. Chakwas sollte Sie besser untersuchen. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Ich habe den Bericht über Ferros gesendet, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Commander, Exo-Jenny hätte uns von dem Turianer erzählen sollen. Dann hätten Sie es wesentlich einfacher gehabt. Nur schade, dass sie ihn nicht für Studienzwecke gefangen nehmen konnten, anstatt ihn zu vernichten. Der Turianer kontrollierte die Gedanken seiner Umwelt. Er hätte jeden, der ihn hätte untersuchen wollen, genauso kontrolliert. Vielleicht hatten sie gut daran, so zu handeln. Immerhin konnten sie die Kolonie retten. Aber natürlich wurde sie gerettet. Shepard würde so ziemlich alles in Kauf nehmen, um eine menschliche Kolonie zu retten. Das hatte nichts damit zu tun, dass es Menschen waren. Diese Leute brauchten einfach Hilfe. Bewundernswert. Aber manchmal müssen Spectres auch brutale Entscheidungen treffen. Ich hoffe, dass Sie dazu fähig sind, wenn es darauf ankommt. Leben Sie wohl, Commander. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht. So, da haben wir nochmal die Bilder von der Dechiffrierung gesehen, die wir beim Turianer von dieser
weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, bekommen haben. Also, ja, ich sag mal, übersetzt bekommen haben. Irgendwas soll ich machen, genau. Ein Schnellspeicher. Ich glaube, Sachen verkaufen hatten wir schon. Wir öffnen mal die Galaxiekarte und schauen jetzt mal, was wir denn jetzt hier noch so haben. Ich würde wahnsinnig gerne noch auf das, auf den Mond. Und der müsste hier sein. Lokaler Cluster. Der war letztes Mal nicht da. Wieso war der da letztes Mal nicht da? Kann man den das ab einer bestimmten Zeit besuchen? Oder... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Hier haben wir die Sonne. Die heißt in diesem Fall Sol oder SOL oder wie auch immer. Was lustig ist, bei Spore, wer das kennt, ich glaube, da hieß das Sonnensystem auch Sol. Ich weiß nicht, was das soll. Nee, ihr wisst, was ich meine. Ist das Zufall? Haben die sich abgesprochen? Also, keine Ahnung, warum heißt es nicht Sonne? Oder Sun oder so. Vielleicht heißt es auf Lateinisch oder so Sol. Ich habe keine Ahnung, was weiß ich. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, fliegen wir da jetzt mal hin. Das ist eine ziemlich geile Nebenmission, habe ich gehört. Und deswegen machen wir das jetzt unbedingt. So, und hier haben wir schon die ganzen Planeten von unserem Sonnensystem. Hier haben wir mal Pluto. Finde ich auch nett, dass man hier jetzt immer so ein Bild hat. Bevölkerung. Was ich auch ganz geil finde, da steht stehen jetzt halt so auch Informationen, wie die Leute von BioWare sich das ausgedacht haben, wie man sich das denn vorstellt oder wie man sich das hätte vorstellen können, wie es denn in einigen Jahren ist. Und finde ich schon ganz geil, dass sie hier so auch so Sachen stehen haben wie Bevölkerung oder so. Dass überhaupt jetzt welche leben und so. Saturn, das ist... Na warte, hier ist doch noch ein anderer Ring. Der ganz außen ist. Neptun ist das, okay. Bevölkerung, 70. Wie? Da können doch keine Menschen drauf leben. Egal. Okay, gehen wir mal zu Saturn. Bevölkerung. Wie können denn da welche drauf leben? Das würde ich gerne mal sehen, wie sie das machen. Vielleicht kann man das ja in Mass Effect 3, wer weiß. In Mass Effect 2 kann man es auf jeden Fall nicht. So, was haben wir hier noch? Uranus. Das sieht auch sehr geil aus. Also ich muss schon sagen, das haben sie wirklich gut gemacht, diese Sonnensysteme und Planeten. Oh, geil. Hauptstadt, Lowell City. 3,4 Millionen. Gründungsjahr der Kolonie, 2103. Was haben wir da so? Na gut, das andere ist jetzt eigentlich eher unwichtig, was da noch steht. Was natürlich jetzt auch wichtig ist, man hatte ja am Anfang von Mass Effect irgendwann gesagt bekommen oder erfahren, dass proteanische Datenträger oder so auf dem Mars gefunden wurden, weshalb die Menschen überhaupt diese Masseneffektfelder gefunden haben oder bauen konnten oder wie auch immer. Und deswegen ist es natürlich eine wichtige Stätte. So, da haben wir einmal die Erde. So sieht also die Erde im Jahre, was haben wir denn, 2157 oder so ähnlich. So sieht's also aus. 11,4 Milliarden. Was haben wir da sonst zu stehen? Ja gut, das andere kennen wir. Oberflächentemperatur 23 Grad Celsius. Ach, schön wär's. Was haben wir da noch? Die Venus. 800 Leute leben da drauf. Kann ich mir nicht vorstellen, aber gut. Der Merkur. Schauen wir uns den auch nochmal ganz kurz an. Warum leben da immer so vereinzelt Leute? Das sind wahrscheinlich so Wissenschaftler. Und Luna, das scheint der Mond zu sein, auf dem wir landen können. Hauptstadt Armstrong. Ach nein, wie geil. Gründung der Kolonie 2069. So, tut mir leid, da bin ich wieder. 4,1 Millionen Leute leben da, scheinbar. Und ganz viele andere Informationen, die wir jetzt nicht brauchen. Wir landen mal und ich bin schon sehr gespannt drauf, was wir denn da jetzt so finden. Wie gesagt, es ist Neuland für mich. Ich war da noch nie drauf. Annehmen, ja.
Und schauen wir, sind wir auf dem Mond namens Luna. Haben sie scheinbar auch nochmal den Namen verändert. Oh, das war ja gar nicht mehr der Zoom. Naja gut, wenn man hier reingeht, dann sieht es irgendwie komisch aus, oder? Sehr nice. Gefällt mir sehr gut. Was haben wir denn jetzt hier? Trümmer und eine und ein Allianz-Testgelände. Was ich auch geil fände, ist, wenn man jetzt hier wirklich so diese amerikanische Flagge finden würde oder so. Vielleicht gibt's ja irgendwo, weiß man nicht. Also weiß ich zumindest nicht. Vielleicht gibt's ja irgendwo so einen Punkt genau in der Mitte der Karte oder so. Da hinten habe ich doch was Glänzendes gesehen. Okay, da hinten scheinbar sind scheinbar die Trümmer, so. Ja, scheiß Zoom. Ziemlich glatte Oberfläche. Nee, aber sieht schon echt geil aus. Muss man schon sagen. Und ich muss auch sagen, dass ich mich auf Mass Effect 3 jetzt schon ziemlich freue. Ich habe nochmal Mass Effect 2 seit langer Zeit nochmal ein bisschen gespielt. Und ich muss sagen, ich freue mich irgendwie drauf. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mehr Bock als vorher. Auf jeden Fall. So, machen wir das hier. Ja, nehmen wir mit. Brauchen wir, denke ich mal, nicht so wirklich. Und ich freue mich wirklich. Und, ja. Ne, und so. Sind das eigentlich... Kann man da jetzt eigentlich erkennen, was das für ein Land ist oder für ein Kontinent? Erkennt man das? Ich glaube nicht. Das könnte, wenn dann, Amerika sein. Nordamerika. Dass dann da... Doch, dass dann da gerade Spanien wieder anfängt. Da England ist. Es könnte sein. Ich weiß nicht genau, wie die so angeordnet sind. Möglich wäre es... Oh, da kommt schon einige Schüsse. Hier ist ein Feuerwerk scheinbar. Nein, natürlich nicht. Sind die geht oder was? Oder wollen meine eigenen Leute mich hier umbringen? Schwerer Allianzturm, warum? Was haben die denn gegen mich? Ich versuche der Menschheit zu helfen und die wollen mich töten, oder was? Okay, muss ich das verstehen? Oh, da ist die Sonne, habe ich noch gar nicht gesehen. Cool. Finde ich auch sehr schön. Ich bleib jetzt noch stehen hier, sonst kann ich ja gar nicht zählen. So. Du bist tot. So, dann stirb du auch mal. Und du auch. Ah, verdammt. So, und einer noch. Da haben wir ihn auch down. Und jetzt schauen wir mal, wir haben hier drei Eingänge, also Eingangskonsole dreimal. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles die gleichen sind oder so. Gehen wir einfach mal ins Gebäude. Schauen wir mal, wo wir dann reinkommen. So, was haben wir denn hier? Oh, VI-Röhre. VI, okay. Nochmal speichern. Eine gesicherte Kiste. Was haben wir denn da? Eine Schrotflinte. Und eine Pistole. Was haben wir denn da? Tornado. Die nehme ich mal mit. Ja. Da können wir eigentlich nichts gebrauchen. Mal schauen. Die auch nicht. Sie könnte die Firestorm nehmen. Gut, was man mal machen könnte, wäre alle heilen. Ich hätte auf der Normandy die eigentlich nochmal den Medigel-Vorrat auffüllen können. Habe ich jetzt leider vergessen. Nein, verdammt. Ja. So, machen wir das einfach mal. Wir haben wieder ein bisschen was, brauchen wir, denke ich mal, nicht. Energieanschluss. So, der ist kaputt. Warum auch,
warum auch immer wir den jetzt zerstören müssen. Oder weshalb allgemein hier alle gegen uns sind, verstehe ich gerade gar nicht. Hat das irgendeinen Hintergrund? Werden wir von den Menschen gehasst? Oder was? Oder was hat die Allianz gegen uns? Kann ja auch sein, dass einfach nur die Allianz was gegen uns hat, aber eigentlich ist das ja nicht so. Oh, was sind das für Scheißdinger, ey? Okay, mal ganz kurz schauen. Werfen. So, und dann mal bitte schnell machen, denn ich bin fast tot. Oh Gott. So, einmal heilen. Dann hätte ich ganz gerne das hier. Sie kann eigentlich auch noch mal ein bisschen was angreifen hier. Mensch, Mensch, Mensch. Was sind denn das für Scheißviecher? Wo ist denn Talia eigentlich? Ach da, hinter mir. Na, komm schon. So, und jetzt noch ein. Danke. Ja, scheiß einer ist da noch. Wow. So. Das hätten wir geschafft. Wie viel geschlagen? Ja, dafür nehme ich jetzt mal kurz die Pistole. Oder? Die Sturmgewehr bringt mir wahrscheinlich nichts. Mal schauen. Bringt mir einen Scheiß. So, jetzt aber. Danke. So, das geht ein bisschen schneller, weil es präziser ist. Das Ding können wir nicht zerstören, obwohl es gleich aussieht. Da sind wir hergekommen. Haben wir sonst noch was? Also, wir haben da hinten auf jeden Fall noch 8 so Ausrufezeichen, also 8 entweder Quests oder irgendwas Wichtiges. Ich kann mir nicht vorstellen, was das jetzt sein soll, da irgendwie VI-Kerncluster. Kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen eigentlich. Um ehrlich zu sein, aber Gegner scheinen da nicht zu sein. Also man sieht zumindest jetzt noch keine. VI-Röhre. Zerstören, okay. Machen wir einfach mal. Warum? Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Muss ich das jetzt verstehen? So, dann heilen wir uns einmal ganz kurz. Erfolg. Warum? Was haben wir denn jetzt geschafft? Wir haben das Ding da zerstört. Zumindest eine Seite. Und jetzt? Ich weiß nicht, falls mir einer den Hintergrund erklären kann, habe ich irgendwie was überlesen oder so? Hab ich irgendwas vernachlässigt? Ah, Datenport. Zugriff. Gab es auf der anderen Seite auch? Nochmal gleich schauen. So. Lichter auf der optischen Anzeige blinken auf und verlöschen. Einer der drei VI-Clusters offline. Ja, Kann sein, ist ja auch nochmal so ein Datenport. Nee, habe ich doch nichts übersehen. Okay, also ich weiß, wir... Achso! Ah, okay, einer der drei Dinger. Wir haben ja auf der Oberfläche drei so Eingänge gehabt. Und das ist jetzt wahrscheinlich einer von drei. Ich frage mich aber immer noch, wozu wir das Ganze jetzt machen. Ich meine, irgendeinen logischen Hintergrund muss es ja haben. Nur verstehe ich nicht, was das soll, unsere eigene, ich sag mal, Kolonie anzugreifen. Weil gegen die Allianz hat Shepard eigentlich nichts. Das ist ja eigentlich nur eine Fraktion. Und, ja, er gehört ja zur Allianz, so ist es ja nicht. Deswegen weiß ich es gerade nicht. Aber na gut. Das könnte ich eigentlich auch offscreen machen, weil ich glaube da... Weiß nicht, was bringt mir das? So, hier habe ich jetzt aber immer noch den Helm auf. Das scheint also ein bisschen was anderes zu sein, oder? Nö, das ist...
Nee, das ist immer noch eigentlich das Gleiche. So, du bist kaputt. Du auch. So, wieder so ein Spind. Wenn ich diesmal hoffentlich schaffe. Yep. Sachen, die wir nicht brauchen. Schade. Hier ist auch nochmal eine Kiste. Was haben wir da? Nochmal eine Schrotflinte. Katana 5, aber ich glaube, die brauchen wir auch nicht. Ja, hat ein bisschen mehr Präzision und so weiter. Aber auch nur einen Punkt, also lassen wir es mal. So, und hier sind wieder tausende von diesen Drohnen. Alter. Okay. Gut, das wird ein Akt. Glaube ich. Verbesserte Raketendrohne, ja, scheiße. Wow. Das war knapp. Das war sehr knapp. Wir wechseln nochmal zur Pistole. Aber ich glaube, das kann ich eigentlich offscreen machen, dann spare ich mir wenigstens ein bisschen Zeit. So, einmal hier, das benutzen. Komm. So, okay, gut. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich den dritten Kern zerstört habe. Scheiße. Ja, gut. Scheiße, wo starte ich denn jetzt? Das war hier, okay. Gut, wir sehen uns, wenn ich das fertig habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich habe jetzt das letzte Teil aus dem dritten Kern oder des letzten VI-Clusters erledigt. Und jetzt steht hier, das plötzliche Auftreten von weißem Rauschen auf allen Frequenzen macht sie nun fast taub. Das HUD ihres Kampfanzugs übersetzt das Signal in eine Serie von Nullen und Einsen. 010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 01
Dann verbessern wir das nochmal ein bisschen. Reduziert Nachladezeit für ein... Wobei, ich weiß nicht, ist halt ein bisschen Schadenschutz und so. Ich mach mal hier drauf 1, Warp 1 und Barriere 2. Hier können wir eben auf jeden Fall mal ein bisschen verbessern. Die soll ja auch ein bisschen Schaden machen. Und bei ihr hätte jetzt das Hacken wirklich sehr gut geholfen, deswegen mache ich mal hier ein bisschen Hacken drauf. Das wird schon gehen. Auf jeden Fall sehr interessant, dass es hier so eine Spezialisierungsklasse gibt, wusste ich gar nicht. Hab mich auch jetzt gerade wirklich gewundert, was das Ganze hier soll. Ich meine, warum gibt es hier diese 8 Kerne in jedem Raum? Und aber gut, jetzt wissen wir's, also zumindest wissen wir, was wir hier bekommen haben. Waffe können wir wegstecken, hier ist ja alles leer jetzt. Aber ziemlich wichtige Nebenmission scheinbar. Storytechnisch weiß ich jetzt nicht, was das soll. Aber müssen wir vielleicht auch gar nicht. Ich habe übrigens gerade nochmal zur Erde geguckt. Das könnte eventuell auch Russland sein, das Ganze hier. Aber ich bin mir nicht sicher. Nur um das schon mal aufzudecken. Und sieht auch sehr schön aus. Gut, wollen wir eigentlich... Ja, wir wollen zurück zu Normandy. Wir gucken uns dann jetzt, würde ich sagen, nochmal kurz einen anderen Planeten an. Beziehungsweise gehen schon mal auf unsere nächste Mission, zumindest so zum Teil. Ich würde ganz... Obwohl... Ich gehe erstmal nach unten und schau mal erstens nach Liara. Die wäre ja normalerweise jetzt ein wenig angeschlagen von diesem... ja, von der Übertragung, sag ich mal, die sie da bei uns gemacht hat vorhin. Da schauen wir mal ganz kurz. Die ist zwar jetzt gerade schon auf Reisen gegangen mit uns, aber... Ne? Und so. Sprechen wir mal mit ihr. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Ich unterhalte mich gern mit Ihnen, Liara. Über welches Sie waren sehr verständnisvoll, Shepard. Sehr geduldig. Ich weiß das zu schätzen. Ich weiß, dass es einige seltsame Ansichten über mein Volk gibt. Ich kenne die Legende über die Promiskuität der Asari. Aber diese Gerüchte basieren im Allgemeinen nicht auf der Wahrheit. Wenn sich ein Mitglied meines Volkes mit einem Individuum einer anderen Spezies vereint, so ist das ein sehr tiefer und spiritueller Austausch. Wir gehen so eine Verbindung nicht leichtherzig ein. Wollen Sie damit sagen, dass Sie... Oh nein! Ich bin nicht besonders gut darin, was? Tut mir leid, Shepard. Ich wollte Ihnen bloß erklären, warum ich so zurückhaltend gewesen bin. Die Verbindung ist mehr als bloß Sex. Sie ist das Lebensblut meiner Spezies, die Art, auf die wir uns vermehren und als Gesellschaft wachsen. Darum habe ich nie... Ich meine, darum müssen wir uns unsere Partner mit großer Sorgfalt auswählen. Moment mal, wollen Sie damit sagen, dass dies Ihr erstes Mal ist? Ich bin erst 106 und nach Asari-Maßstäben damit gerade erst erwachsen. Und ich habe den Großteil meiner Zeit mit meiner Forschung verbracht. Ich habe nie wirklich daran gedacht, erst als ich Ihnen begegnet bin. Sie sind für mich etwas Besonderes, Shepard. Aber nach allem, was geschehen ist, Saren, die Geth, die Reaper, weiß ich nicht, ob wir bereit dafür sind. Dies sind dunkle Zeiten, Liara. Vielleicht, wenn alles vorüber ist. Ich bin froh, dass Sie mich verstehen, Shepard. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Wir müssen unsere persönlichen Gefühle ignorieren und uns darauf konzentrieren, Saren aufzuhalten. Ich wünschte, es wäre anders, aber wir müssen alle Opfer bringen. Lassen Sie uns über etwas anderes reden. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Okay, sie scheint auf jeden Fall noch Interesse an uns zu haben. Und da sagen wir natürlich nicht nein. Wir schauen aber jetzt nochmal ganz kurz beim Händler, verkaufen unsere ganzen alten Schrottsachen. Ich kann nochmal ganz kurz gucken, dass wir jetzt so das Aktuellste nochmal auf unsere Waffen packen und auf unsere Rüstung. Dass wir das schon mal abgehakt haben. Ich weiß gar nicht, hatten wir schon mal über die Reaper gesprochen, was das ist und so? Weiß ich gar nicht. Sturmgewehre, ja toll, Sturmgewehre sind doch scheißegal. Hier haben wir auch nicht wirklich was Besseres, was ist das? Nö, brauchen wir auch nicht wirklich. Hier haben wir auch alles. Ach, da haben wir noch dieses Antiturianergas, was ist denn damit? Ach so, genau. Nee.
Da können wir nochmal ganz kurz schauen. Da haben wir Schildmodul 5. 100, plus 100 Schilde. Was ist denn das zum Beispiel? Schmetterschaden. Machen wir mal Medizininterface. Und der ganze Rest kann weg. Brauchen Sie Vorräte? Zeigen Sie. Sehr gern, Commander. So, verkaufen. Nee. Ich meine natürlich so. Achso, noch was ich jetzt natürlich nicht geguckt habe, war hier. Stabilisator. Da haben wir 6. Das ist ganz gut so. Hier haben wir Brandmunition. Hier können wir noch eine bessere Brandmunition reinpacken. Dadurch wird zwar ein bisschen die Präzision verringert, aber das macht nichts. Was haben wir hier? Laufverlängerung. Da haben wir auch was Besseres für. Und Schredder, da haben wir auch was Besseres. Okay, dann hätten wir das auch abgedeckt. So, ja, halt mal. Wir wollen Sachen verkaufen. Und dann haben wir mittlerweile schon richtig viel Kohle. Ihr seht's unten, wir haben jetzt schon die 40.000er Mark überschritten. Und die Sachen, die werden hier richtig teuer. So, alles verkauft. Wir haben über eine 500.000 und das reicht, um uns eine neue Schrotflinte zu holen, nämlich die Ausrüstung für Spectres. Diese übermäßig geile Waffe, die kaufen wir uns jetzt. Zack. Nehmen wir sie mal mit. Mittelschwere Menschenrüstung können wir ja mitnehmen. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns hier auch nochmal ganz kurz hier um. Das brauchen wir nicht, nö. Ach, die Pistole können wir eigentlich auch mitnehmen. Warum nicht? Komm, zack. Schwere Menschenrüstung können wir nicht anziehen. Die ist nicht so gut. Okay, lassen wir das. Wir haben eine neue Schrotflinte. Ihr seht, die ist in allem besser. Außerdem haben wir hier drei Möglichkeiten, unsere Sachen abzugraden. Ja, toll, habe ich jetzt natürlich alles verkauft. Packen wir beim nächsten Mal drauf. Und bei der Pistole genau dasselbe. Diese Spectre-Sachen sind also schon sehr geil. Und damit können wir jetzt alles umhauen. Alles umklatschen, was wir wollen. Nicht falsch verstehen, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist auch schon gut. Also, man braucht sie ja nicht jedes Mal wieder eine neue Waffe zu holen, wenn man sieht, okay, da ist der Schaden jetzt um 2 höher oder so. Kann man lieber das Geld ein bisschen zur Seite legen. Für was Gutes. Okay. Ich glaube, das wäre es eigentlich erstmal. Ich könnte noch mal kurz den Plan fürs nächste Mal erzählen, was wir denn dann beim nächsten Mal machen. Wir haben jetzt das hier abgeschlossen. Als nächstes würde ich ganz gerne auf Wörmeier gehen. Das wäre dann sogar, ich will nicht spoilern, aber ziemlich nah am Ende des Spiels, muss man sogar schon echt sagen. Wir würden also auf Wörmeier gehen und uns dann so langsam auf die Suche nach Sachen machen. Und es wird jetzt auf jeden Fall so langsam spannend. Also Wörmeier wird lange dauern. Aber es wird dann so ziemlich das Letzte sein, was wir dann wirklich machen. Was wir zumindest so frei auswählen können. Und bevor wir das jetzt angehen und wieder eine stundenlange Sequenz kommt, würde ich sagen, beende ich hier erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann Wörmeier angehen. Und jo, bis dann. Ciao.